Ja, hallo und herzlich willkommen, hier ist Matthias von Xboxfront.de. Ich wollte euch heute mal kurz die brandneue Wireless Display App vorstellen, die ab sofort für alle Teilnehmer des Xbox Preview Programms zur Verfügung steht. Wir haben die App jetzt schon mal runtergeladen. Auf Xboxfront.de haben wir so eine kleine Anleitung für euch, wo ihr sehen könnt, wie ihr drankommt. Ihr könnt die über die Xbox Preview Dashboard App herunterladen. Wir starten die Sache jetzt mal und probieren das alles mal aus. Das ist natürlich noch Beta, also deswegen keine Verwunderung, wenn hier irgendwie mal was abstürzt. Das ist heute Morgen schon ein, zwei Mal passiert. Aber im Grunde genommen läuft die ganze Geschichte schon mal ganz gut. Okay, das Ding ist jetzt gestartet. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt ein mobiles Gerät. Das kann ein Handy sein. Wir haben jetzt hier einfach so ein Windows-Tab. Das ist ein Asus T100. Unterstützt natürlich die Miracast-Technologie. Was machen wir jetzt? Wir wischen einmal von der Seite rein. Klicken hier auf Geräte. Auf Projizieren, warten, was passiert, zweiter Bildschirm wird gesucht, Anzeige wird gesucht, so, Xbox One 2, spiegelt wahrscheinlich ein bisschen, ich hoffe, man kann es trotzdem irgendwie erkennen. Klicken auf die Xbox One 2, Verbindung wird hergestellt und da sehen wir schon, was passiert. Es dauert ein bisschen, alles klar. So, wir haben jetzt hier eine ganz normale WLAN-Verbindung. Okay, da sehen wir unser Windows Start Screen wird projiziert. Es ist eine leichte Verzögerung drin, aber man sieht, funktioniert irgendwie ganz gut. Wenn wir jetzt beispielsweise mal Internet Explorer starten, sehen wir können hier über die Website surfen. Ja, das funktioniert alles zwar mit einer kleinen Verzögerung, aber es geht. Bildqualität ist insoweit okay. Langsamer Aufbau liegt wahrscheinlich an unserer Website, nicht hier an dieser Verbindung. Gehen wir nochmal auf die Startseite. Also ihr seht, ja, funktioniert für eine erste Beta-Version schon mal nicht schlecht. Bringt eine neue, ganz witzige Funktion auf die Xbox One. Ja, wer es braucht, kann sich die App runterladen und wird mit Sicherheit viel Spaß damit haben. Ja, das war's auch schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen und besucht uns auf xboxfront.de und wir werden weiter schauen, dass wir für euch immer die neuesten Inhalte bringen. Bis dahin. Ciao.